Insbesondere in der Hinrunde der laufenden Saison machte Achraf Hakimi mit starken Leistungen für Borussia Dortmund auf sich aufmerksam. Ein langfristiger Verbleib der Leihgabe von Real Madrid beim BVB ist aber wohl ausgeschlossen. Wie die spanische AS berichtet, planen die Königlichen ab der Saison 2020/2021 fest mit Hakimi. Dann läuft der Leihvertrag des 20-Jährigen in Dortmund aus. Ein Verkauf komme für die Realverantwortlichen nicht in Frage, schreibt das Blatt, zumindest wenn der Youngster die positiven Eindrücke der vergangenen Monate bestätigt. Zuletzt hatte es sogar Gerüchte gegeben, Real wolle die Hakimi-Leihe bereits in der kommenden Transferperiode beenden und dafür eine Kompensationszahlung leisten. Michael Zorc hatte ein solches Szenario allerdings ausgeschlossen. Wir gehen davon aus, dass Achraf mindestens 2 Jahre hier ist, erklärte der BVB-Sportdirektor, 2020 wären dem Revierclub in der Personalie jedoch die Hände gebunden. Eine Kaufoption für Hakimi besitzt die Borussia nicht. Auf dem Platz stehen wird der auf dem linken und rechten Defensivflügel einsetzbare marokkanische Nationalspieler allerdings erst wieder in der kommenden Spielzeit. Hakimi unterzog sich Anfang April infolge eines Mittelfußbruches einer Operation und fällt laut der behandelnden Klinik im spanischen Murcia 2 bis 3 Monate aus. Hakimi hatte sich die Verletzung im Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg 2:0 zugezogen. Er war 25 Minuten nach seiner Einwechslung wieder vom Platz gehumpelt.